Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand der Mond, als ein Himmelskörper von der Größe des Mars die Erde traf. Das bei diesem Einschlag herausgeschleuderte Material verschmolz zu dem Erdbegleiter, so vermuten es Wissenschaftler. Jetzt hat die NASA die Entstehung des Mondes rekonstruiert und spektakulär visualisiert, um das heutige Erscheinungsbild des Trabants zu veranschaulichen. Der Mond war zunächst eine gigantische Kugel aus Magma. Nachdem das Magma abkühlte, bildete sich die Mondkruste. Blickt man zwischen 4,5 Milliarden und 4,3 Milliarden Jahre zurück, so gehen die Forscher in diesem Zeitraum von einer weiteren Kollision aus. Ein gigantisches Objekt traf den Planeten am Südpol des Mondes. Dabei wurde das Südpol-Aitken-Becken gebildet. Es gilt als eines der beiden größten Becken im Sonnensystem. Vor bis zu 3,8 Milliarden Jahren wurde der Mond regelrecht bombardiert von unterschiedlich großen Objekten aus dem Kosmos. Diese Einschläge veränderten die Oberfläche des Mondes nachhaltig. Durch das Gesteinsbombardement wurden Risse in der Mondkruste verursacht, aus denen das Magma aus dem Erdinneren sickerte. Wissenschaftler vermuten, dass vor etwa 1 Milliarde Jahre die vulkanische Aktivität auf der zur Erde zugewandten Seite des Mondes endete, die glühende flüssige Masse erkaltete und wurde zu Gestein, was die Oberfläche erneut veränderte. Der Mond erlitt in den folgenden Jahrmillionen Jahren weitere Einschläge, sodass sich erneut Krater bildeten. Die bekanntesten sind der Kopernikus- und der Aristarchus-Krater. Während der Mond täglich eine unveränderliche Welt zu sein scheint, zeigt diese Animation eindrucksvoll, dass sein Aussehen das Ergebnis gewaltiger Aktivitäten von Milliarden von Jahren ist.